Trading Journal Pro. Das Trading Journal erweitert die bestehenden Funktionen des Trading Journals und befindet sich unter Hauptneu Trading Journal. Mit dem Trading Journal haben Sie die Möglichkeit, Ihre abgeschlossenen Trades auszuwerten. Sie haben zusätzlich eine Möglichkeit, eine Performance-Grafik anzusehen mit unterschiedlichen Optionen wie den Daily Chart in Prozent. Sie können sogar einen Indikator, wie zum Beispiel einen gleitenden Durchschnitt in oder auf die Performance-Kurve legen. Es gibt eine Zusammenfassung mit den Key Metrics, die beste Performance, Gewinn und Verlust, Trading-Grafik in verschiedenen Zeiten, Gewinn und Verlust, Zeitgrafik in verschiedenen Optionen, Gewinn und Verlust-Grafik, Long- und Short-Grafik und eine Zusammenfassung der besten Strategien. Es gibt ebenfalls die Trade Collection. Diese zeigt den Chart und den Trade an und ein paar Informationen dazu. Weiterführend gibt es noch weitere Einstellungen. Das Trading Journal. Im Grunde genommen hat jeder, der die Andromeda-Version gekauft hat, ein Trading-Journal mit dabei. Das ist das gleiche Journal. Das finden Sie unter Haupt-Neu-Trading-Journal hier. Und wenn Sie das öffnen, draufklicken, öffnet sich sofort dieses Journal hier. Und am Anfang sind noch keine Werte in der Liste, das ist leer. Sie müssen erst den Filter einstellen. Also hier Filter, das ist diese Funktion hier, die jetzt aus- und einklappt. Und im Filter können Sie einstellen, Sie möchten nur gewisse Einstiege finden. Also Sie möchten hier nur die diskretionären Trades anzeigen lassen oder Sie möchten hier nur gewisse Trades von einer Strategie, die Sie verwenden, einsagen lassen und so weiter und so fort. Wenn nichts ausgewählt wird, dann ist automatisch alles ausgewählt. Das Gleiche bezieht sich auf den Exit, also welche Stop-Methode zum Beispiel wurde verwendet für den Ausstieg aus der Position. Können Sie was auswählen, wenn nichts ausgewählt wird, wird alles angezeigt. Wenn Sie mehrere Konten haben, Brokerkonten, können Sie hier auch auswählen, welches dieser Konten angezeigt wird und Mehrfachauswahl oder alle zeigen lassen. Instrumenttyp, Zeiteinheit, Long oder Short könnten Sie filtern. Und ganz wichtig, das müssen Sie sofort einstellen, ist die Exit Time oder Entry Time. Also Sie können hier wählen, ob Sie filtern nach Einstieg oder Ausstiegszeit. Und dann eine Zeitspanne eingeben von zum Beispiel, jetzt habe ich 1. Jänner bis heute, 9.11. Uhrzeit 0 Uhr bis 23.59. Und das ist die Zeitspanne, in der mir jetzt dann Trades ausgegeben werden, wenn ich auf diesen Button Laden hier klicke. Strategy Tag komme ich dann ein bisschen später dazu. Das kann man individuell sich anpassen lassen, da kann man im Journal später jedem Trade eine Strategie als Tag hinzufügen, damit Sie später dann nur nach diesen Tags filtern können. Und hier gibt es dann auch noch Templates, die Sie bauen können. Das ist jetzt neu. Aber im Grunde genommen geht es darum, wenn Sie hier sich einen Filter basteln, ja, dann können Sie diesen Filter als Template abspeichern, zum Beispiel mein Journal oder so. Geben Sie einen Namen ein, mit Plus wird das gespeichert und dann können Sie quasi hier das wieder finden. Non wird alles auf Null zurückgesetzt. Mein Journal, Sie sehen, aktiviert mir das Konto hier, was ich eingestellt habe und die Zeitspanne. Dann müssen Sie das nicht immer aufs Neue einstellen. Mit Laden eben klicken Sie drauf und dann wird die Liste geladen. In meinem Fall sehen Sie jetzt keine Veränderungen, weil die Liste schon geladen wurde, aber dann kommen die Werte hier rein. Und das Trade Rating, da kommen wir auch noch dazu. Wir sehen hier meine Balance, habe ich ein Plus oder ein Minus gemacht. So, das Journal ist einfach ganz normal die Liste, die Sie auch im Trading Manager finden.
Das ist alles beschrieben, von welcher Wert wurde gehandelt, welche Richtung, welches Einstiegssignal, welches Ausstiegssignal, welche Preise. Dann sehen Sie auf der rechten Seite, dann sehen Sie den Gewinn und Verlust zum Beispiel. Also wirklich eine ganz normale Liste, die hier angezeigt wird. Das sind alle Werte, die wir jetzt dann überprüfen können. In dieser Liste, ich habe schon kurz eben erwähnt, finden Sie dann auch diesen Strategy Tag, wo Sie jedem Wert hier einer gewissen Strategie hinzufügen können. Also Sie sagen einfach, okay, das ist mein Dow Theory Trading, das war mein COT Trading, das war mein Volume Trading und so weiter und so fort, damit Sie später dann nur noch nach diesen einzelnen Themen dann filtern können. Und wenn Sie noch keinen Strategy Tag erstellt haben, klicken Sie einfach hier dann rauf, gehen auf Manage und können sich dann hier einfach einen Tag hinzufügen und mit OK bestätigen Sie das, und Sie sehen schon, der Tag kommt hier oben dann gleich rein und Sie können ihn dann hier auswählen. Und das war's schon. So können Sie quasi einmal die Werte, die Sie dann zusammengefasst analysieren möchten, mit der Performance-Grafik etc. Im Filter zusammenführen. Sie haben noch eine Kommentarspalte und so weiter. Sie haben noch die Möglichkeiten, hier im späteren ein Trade-Rating dann einzugeben. Also war das ein Trade, der mir gut gefallen hat, oder eben nicht. Das ist so das Trade-Rating. Ich habe hier die Möglichkeit, eben hier auszuwählen Entry Rating, also ich bin hier zu früh eingestiegen zum Beispiel, oder ich bin hier wirklich perfekt eingestiegen. Sie sehen, das erhöht dann gleich meine Sterne. Mein Exit war gut, aber nicht ausgezeichnet, und mein Trade Management war, ich bin zumindest beim Plan geblieben. Dann haben Sie jetzt hier Trade Rating von fast 4 Sternen. Und Open öffnet jetzt einen Schnappschuss. Das ist jetzt nicht der ideale Schnappschuss, weil ich kein Template eingestellt habe. Das habe ich auch schon in einem Webinar erklärt. Und so haben Sie dann nochmal hier die Möglichkeit, wirklich jeden Einzeltrade zu bewerten, einen Tag hinzuzufügen und zu überprüfen, was ist daraus geworden. Das ist einmal das Journal. Die Performance-Grafik ist dann hier mit dem zweiten Tab zu finden. Und Herr Zorn, ja, das zeige ich dann später, wie Sie das machen mit dem Schnappschuss. Performance-Grafik, Sie sehen hier einen Linienchart im Grunde genommen und sehen hier die Performance, die dieser Wert gemacht hat. Diese schwarze Linie wäre 0 und ich bin hier jetzt dann im Plus. Sie können das Ganze als Betrag anzeigen lassen, als Prozentsatz, 6% hätte ich hier dann erwirtschaftet, oder wie viele Risikos, Risk Multiples, 64, fast 67 Risks habe ich gewonnen. Was sind die Risk Multiples? Hier berechnen wir, Sie haben ja, wenn Sie mit AT++ arbeiten, das gilt nur für AT++ Trades, dann haben Sie ja immer automatisch den Stop-Loss mitgesetzt. Und der initiale Stop-Loss bestimmte dann, wie groß Ihr Risiko war, wie Sie den Trade dann diese Order dann abgeschickt haben und eventuell ausgeführt worden sind. Und basierend auf diesen Risk Multiples, also wie viel Risiko Sie eingegangen ist, errechnet Ihnen dann diese Performance-Grafik, wie viel Sie gewonnen haben. Also Sie haben ein Risiko, sind Sie eingegangen, aber Sie haben dreimal so viel verdient. Das wäre dann eigentlich das CRV, das Sie hier dann ein Stück weit berechnen können. Sie haben dann noch die Möglichkeit, hier auf Daily Chart umzustellen, um quasi das auf den Tag zusammenzufassen, auf welchen Tag Sie wie gut in der Performance waren. Jetzt sehe ich gerade. Percentage, ja. Hier muss ich das einstellen. Wenn ich das auf Prozent einstelle, dann kann ich hier eine Benchmark hinzufügen. Das heißt, ich kann hier einen Index mir aussuchen, sage ich den DAX, also dann kann ich mir ansehen, wie meine Performance-Kurve aktuell zum DAX-Index steht. Also der DAX-Index ist irgendwie so bei 1,5% knapp. In der gleichen Periode hat sich der entwickelt, also in dem gleichen Zeitrahmen, aber ich habe sogar 6% rausgemacht.
Und da haben Sie dann ein paar Indizes vorgeschlagen, die Sie dann hier verwenden können, zum Beispiel. So, gehe ich wieder raus. Dann, wie schon angekündigt, Sie können jetzt darauf zeichnen. Sie können sich zum Beispiel hier eine Trendlinie einzeichnen und lassen sich dann anzeigen, wie Ihre, ja, ob Sie da hier quasi was Sie sich herauslesen können. Trendlinie sehen hier nicht so schlecht im Trend. Da können Sie quasi diese Performance-Grafik in ihre Trading-Strategie mit einfließen lassen. Sie können diese Performance-Grafik wirklich wie einen normalen Chart dann verwenden und sich dann gewisse Trading-Strategien überlegen, wenn Sie einmal in einem Drawdown, in einer langen Drawdown-Phase sind und vielleicht hier Ihren Trendkanal bereits unterschreiten, dann haben Sie vielleicht gerade eine Phase mit einem längeren Drawdown, dann sollte man sich überlegen, funktioniert meine Strategie denn überhaupt noch zum aktuellen Zeitpunkt, brauche ich was Neues oder sollte ich mal hier mal aufhören und im Demokonto weiterhandeln, bis ich wieder im Plus bin. Das sind so Trading-Strategien, die es gibt, die kommen jetzt nicht von uns, aber die Performance-Grafik, die eigene Performance-Grafik zu handeln oder mit in den Handel mit einfließen lassen, das ist eine sehr interessante Strategie. Ich habe das erste Mal von Carsten Berger eben davon gehört, der das auch verwendet und sehr wichtig sogar findet. Das gleiche gilt natürlich hier auch für Indikatoren. Ich kann hier Indikatoren hinzufügen und kann mir dann zum Beispiel einen geleiteten Durchschnitt, einen EMA, was auch immer, 50 hier hineinlegen und dann habe ich hier einen geleiteten Durchschnitt mit dabei in meiner Performance-Grafik und sehe dann halt einfach, wann ich gut über dem geleiteten Durchschnitt bin oder wann jetzt eine Seitwärtsphase gehabt habe oder wo ich dann unterm Durchschnitt bin und so weiter und so fort. Und Sie haben wirklich die Möglichkeit, alle Indikatoren, welche Sinn ergeben, das müssen Sie entscheiden, aber alle Indikatoren, die wir anbieten und die Sie im GeneTrader mit drinnen haben, können Sie jetzt in diese Performance-Grafik dann mit reinnehmen. Wieder wichtig, wenn es bei Ihnen nicht zu Hause geht, dann benötigen Sie dafür das Add-on dieser Indikatoren und Zeichnungen kommt ab dem Add-on, ich glaube auch die Risk Multiples, das Daily Chart, die Benchmark, das sind so Dinge, die kommen erst mit dem Add-in dann dazu. Okay, Summary. Alle Werte, die ich geladen habe, werden mir jetzt quasi in dieser Summary, in dieser Zusammenfassung aufgeführt. Da sehe ich mal den Total, den Nettogewinn, Verlust und Bruttogewinn. Das ist so ähnlich wie sieht so ähnlich aus wie im Backtesting. Und Sie kann dann meinen Drawdown mir anschauen, kann dann anschauen, was so mein Profitfaktor war und so weiter. Und dann mal diese Zusammenfassung studieren, Long, Short. Ich kann mir dann anschauen lassen, die Best Performers, also was waren die Werte, die am besten und am schlechtesten performt haben und kann mir dann das ausgeben lassen. Sie haben den Profit-Loss, die Trade-Grafik und sehen dann hier basierend auf einer Zeit- und einer Preisachse, wann Sie gut und wann Sie schlecht waren. Sie können sich das auf der Tagesbasis berechnen lassen, auf der Wochenbasis, Monatsbasis und für jeden einzelnen Trade können Sie sich das anzeigen lassen, wie gut Sie waren in einer gewissen Hinsicht. Das Gleiche geht dann hier mit der Time Graphic. So, das passiert jetzt rein auf zum Beispiel am Montag haben wir 99 Trades gemacht, am Dienstag auf Dienstagen 307 Trades. Also hier kann man herauslesen zum Beispiel, dass eigentlich sollte ich nur am Dienstag und am Freitag handeln, vielleicht noch am Montag, aber den Montag kann ich mir auch sparen. Den Mittwoch und den Donnerstag sollte ich vielleicht ein anderes Hobby verfolgen, weil da mache ich nur Verlust-Trades oder da bin ich hauptsächlich im Verlust. Sie können sich das hier nach einer Tageszeit anzeigen lassen. Sie sehen hier, warum hier von 0 bis 2 Uhr was angezeigt wird, weiß ich jetzt nicht, aber gut. 14 bis 16 Uhr
scheint hier eine sehr gute Zeit zu sein. 16 bis 18 Uhr schon weniger. Hier 18 bis 20 Uhr macht gar keinen Sinn. Ja? Warum? US-Börsenzeit, hier ist die Mittagspause. 20 bis 22 Uhr geht es wieder los, da mache ich wieder meine Trades. Das heißt, ich kann mir hier auch analysieren lassen, zu welchen Uhrzeiten sollte ich handeln und wo sollte ich es lieber bleiben lassen. Ich sehe hier 75 Trades mit einem guten Profit, dann hier schon 162 Trades, aber im Verhältnis dann schon der schlechter, nicht mehr so, also schon positiv, aber nicht mehr so weit im Plus. Und hier in der Mittagspause, der US-Mittagspause in New York, sollte ich am besten gar nicht handeln, weil da passiert halt einfach nichts. Und am Abend geht es dann wieder rund, was das betrifft. Tageszeit und Wochentag. Oder eben generell auf den Profit gerechnet. Dann habe ich noch eine Übersicht Gewinner und Verlierer. Also wie das Ratio ist, Sie sehen sogar, ich habe hier mehr Verlierer und weniger Gewinner, bin aber trotzdem im Plus. Und hier bekomme ich das noch einmal im Profit und Verlust angezeigt, hier halt wie viele Trades das sind. Long-Short-Graph, ich habe hier recht ausgeglichen, würde man sagen, aber etwas mehr Long-Trades gemacht wie Short-Trades gemacht. Also hier bekomme ich dann auch nochmal die Übersicht. Und das Strategy-Ranking ganz am Ende erlaubt mir quasi, hier dann einzugeben, welche Werte am besten funktioniert haben. Also Trampoline New, Profit and Loss, wie viele Trades wurden damit gemacht und so weiter und so fort. Da werden mir meine Strategien in einem Ranking dargestellt, was waren die besten, was waren die schlechtesten Strategien und wie viele Trades und wie viel Profit haben sie damit gemacht oder wie viel Verlust in dem Fall. Und ja, das sind schon mal die wichtigsten Themen. Und mit dem Filter oben definieren Sie halt wirklich, welche Werte Sie da hier in den Analysen finden möchten. Desto genauer Sie Ihren Filter einrichten mit Strategy Tags etc., desto besser können Sie dann Ihre Werte auswerten. Trade Collection ist dann im Endeffekt dann nur noch die Snapshots. Der ist jetzt leider leer. Hier findet man einen Snapshot, da sieht man hier den Einstieg. Und dann einen Ausstieg, wieder Ausstieg. Also hier sieht man auch sogar einen Short, der da drinnen ist, aber das ist eigentlich ein Long-Kandidat, erster Ausstieg, ausgestoppt. Und hier sieht man leider, ist das so gestaucht, warum? Hier ist im unteren Bereich ein Indikator mit drinnen und das wird auto-gescaled und deswegen versucht der Gena-Trader auch diesen Indikator mit anzuzeigen, was dann dazu führt, dass der Chart so klein wird. Da muss man aufpassen, dass man nur Indikatoren und Zeichenobjekte im Wert im Chart hat, die in der aktuellen, im aktuellen Preis sich befinden, wo der Chart angezeigt wird. Sonst das Autoscaling deaktivieren auf alle Fälle, weil sonst sehen Sie das leider hier so. Aber hier haben wir wieder ein paar dabei, wo eben diese Indikatoren nicht drinnen waren und dann bekomme ich da schnell diese Schnappschüsse und kann mir das noch einmal ansehen. Und die Settings abschließend sind nur noch das Trade Rating. Sie können hier dieses Stop too far away, also Stop zu weit weg, das können Sie entfernen mit der Entfernen-Taste und ganz Ihre eigenen Ideen da reinschreiben. Also was Sie bewerten möchten, hier einfach reinklicken und schreiben einfach eine meine Bewertung, dessen Text rein und vergeben dann die Sterne, die das haben soll. Damit Sie dann später, wie anfangs gezeigt, dem Trade eine gewisse Wertung geben können. Und es gibt hier eine Bewertung für das Trade Management, für den Einstieg und für den Ausstieg. Können Sie ganz individuell anpassen. Das war ganz hier im Journal, ganz rechts, hier Entry, Exit und Trade Management und das Rating dazu. Das ist alles für Sie dann einzustellen. Und das war es im Allgemeinen mit dem Trading Journal und dem Trading Journal Plus.